Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ich hoffe, ihr habt die Festtage gut überstanden, habt schön gefeiert und seid gut und glücklich ins neue Jahr gestartet. Bei uns war es wirklich ein wunderschönes Fest mit allen Kindern. Wir haben auch rauschend Silvester gefeiert. Allerdings waren wir alle so ein bisschen krank zwischendurch. Wir hatten uns Corona eingefangen, aber sind jetzt auch wieder alle gesund. So freue ich mich jetzt, ein neues Video endlich für euch zeigen zu können. Ich starte heute mit einem Klassiker aus meiner Heimatstadt Köln, und zwar dem berühmten Margaretenkuchen. Ihr seht hier die Form dafür. Man kann diesen Kuchen auch in einer großen Backform einfach backen, in einer 26er Springform. Ich habe jetzt hier zwei kleine Margaretenkuchenformen aus Silikon, jeweils 22 cm groß. Das heißt, ihr könnt das Rezept entweder für eine große Form verwenden oder es einfach halbieren für eine kleine. Der Kuchen ist nach der heiligen Margarete benannt und wird eigentlich eher zu ihrem Jahrestag im Sommer serviert. Aber ich dachte mir, der Kuchen ist so wunderschön und macht so einen wunderbaren, glücklichen Eindruck, dass er genau ins neue Jahr passt. Ich habe auch eine besondere Geschichte mit diesem Kuchen, denn an meinem 18. Geburtstag hat ein lieber Freund mir diesen Kuchen mitgebracht und so hat dann diese ganze Gesellschaft lecker von dem Kuchen genascht und es war einfach wunderbar und es hat wunderbar zu meinem Geburtstag gepasst. Ja, wir starten gleich, indem wir den Ofen vorheizen auf 170 Grad Ober-Unterhitze oder 150 bis 160 Grad Umluft. Bitte nicht den Ofen zu heiß werden lassen. Ihr kennt euren Ofen am besten. Der Kuchen wird schnell zu dunkel. Die Backformen natürlich fetten und zwar wirklich sehr, sehr sorgfältig mit Butter ausstreichen und dann bemehlen. Ich verwende kein Backtrennspray, einfach deswegen, weil ich den Geschmack der Butter haben möchte an meinem Kuchen. Ich denke, wir wollen die höchste Qualität erreichen. Das Rezept müsst ihr wie immer nicht mitschreiben. Ihr könnt es einfach auf meinem Blog ausdrucken. Ich verlinke euch den hier oben oder hier unten in der Infobox. Da findet ihr auch nochmal alle wichtigen Links und auch den Link zu meinem Shop. Da findet ihr auch dann die Formen verlinkt, falls ihr euch die Form kaufen wollt. Wir starten gleich in unser leckeres Rezept. Ich zeige das Rezept jetzt hier mit einem Handrührgerät und einer Schüssel. Aber ihr könnt es auch sehr gerne in einer Küchenmaschine herrichten, denn man braucht etwas Rührzeit für das Marzipan, das ich erst auflösen muss. Wir benötigen für dieses Rezept 400 Gramm Marzipan. Nicht erschrecken, das muss wirklich so viel sein, denn der Margaretenkuchen ist ja ein Marzipankuchen und hier könnt ihr jetzt auch einfach übrig gebliebene Marzipanrohmasse aus der Weihnachtsbäckerei verwenden. Das muss natürlich etwas zerpflückt sein oder gerieben oder einfach gewürfelt. Und hierzu kommen jetzt die Eier und die Gewürze, also die Zitronenschale, die Vanille, das Salz und der Zucker. Wir machen es so, dass wir erstmal einen Teil des verklepperten Eis dazugeben, damit einfach das Marzipan sich besser auflöst. Und geben dann erst den Rest der Eier dazu. Das heißt, da stelle ich gerade noch beiseite. Ich habe jetzt hier 7 mittelgroße Eier und die verkleppere ich miteinander. Und jetzt können wir wieder unser Marzipan hernehmen und einfach so ein bisschen was von dem Ei schon mal dazugeben. Sagen wir mal so ein Drittel ungefähr. Und jetzt wird das Marzipan mit dem Ei verrührt und danach geben wir die ganzen Gewürze dazu und das restliche Ei und schlagen eine schöne schaumige Masse. Ihr könnt das natürlich wirklich auch in der Küchenmaschine machen, aber damit ich es euch besser zeigen kann, mache ich das hier, damit man es wirklich gut sehen kann. So, wenn das Marzipan schön angerührt ist, bei mir sind jetzt noch ein paar Klumpen drin, deswegen unbedingt wirklich mit der Küchenmaschine arbeiten oder das Marzipan gerieben hier hinzufügen, sonst löst sich so schlecht. Ich gebe jetzt noch den Zucker hinzu und zwar 110 Gramm. Es wird sich auf jeden Fall am Ende auflösen, aber man muss dann halt so lange rühren. Dann reibe ich mir eine halbe Zitrone ab. Könnt ihr auch nach Geschmack machen. Ich könnte mir auch Orangenschale sehr gut in diesem Kuchen vorstellen. Je nach Lust und Laune. Aber ganz klassisch wird er mit Zitronenschale aromatisiert. Ich habe jetzt hier eine große Zitrone, da reibe ich mir die Hälfte von ab. Bei einer kleinen könnt ihr die ganze nehmen. Und was noch übrig ist an der Zitrone, nicht wegwerfen von der Schale, sondern auf ein Tellerchen abreiben und trocknen. Dann habt ihr immer getrocknete Zitronenschale daheim. Hinzu kommt natürlich noch eine Prise Salz. Nicht vergessen. Dann halbiere ich mir eine Vanilleschote mit einem scharfen Messer entlang schneiden und sie öffnen.
Und dann kann man hier das Mark rauskratzen. Alternativ könnt ihr natürlich auch Vanilleextrakt verwenden oder Vanillepaste. Aber ich finde, bei diesem Kuchen sollten es die feinsten Zutaten sein. Da nehme ich so etwa die Hälfte. Und die ausgekratzten Schoten nicht wegwerfen, sondern sie in kleinen Stücken in ein Zuckerglas geben und den Zucker dann miteinander verschütteln. Dann habt ihr einen feinen Vanillezucker. Genau, jetzt haben wir Zucker, Salz, Zitrone und jetzt kommt die restliche Eiermasse hinzu. Und dann rühren wir uns die Masse komplett schaumig. Und dann hoffe ich, dass auch hier bei mir sich dann alles Marzipan gelöst hat. Es sollten wirklich keine Klumpen mehr drin bleiben. Also für dieses Rezept ist die Küchenmaschine sehr, sehr gut geeignet. Und ich rühre jetzt wirklich 5 bis 10 Minuten mit dem Handrührgerät. Mit der Küchenmaschine sind es dann so etwa 5 Minuten. Einfach wirklich so lange, bis alles Marzipan aufgelöst ist und bis die Masse schön schaumig ist und Stand genug hat. So, nach 5 Minuten sieht mein Teig so aus. Und das reicht auch. Das Marzipan hat sich vollständig gelöst. Wir arbeiten jetzt mit dem Spatel weiter. Wenn ihr den Teig in der Küchenmaschine zubereitet habt, dann nehmt ihr jetzt die Schüssel aus der Küchenmaschine und arbeitet ebenfalls mit dem Spatel weiter, ganz wichtig. Einmal kurz noch runterkratzen. Wunderbar. Wir werden uns jetzt das Mehl mit dem Backpulver vermischen. 150 Gramm Mehl und 8 Gramm Backpulver. Gerade schön vermengen, damit das Backpulver sich gut verteilt. Ich habe jetzt hier ein backstarkes Mehl, ein 550er genommen, aber ihr könnt auch normales Haushaltsmehl 405er verwenden. Und jetzt sollten wir vorgehen wie beim Biskuit. Das ist eine empfindliche Masse und deswegen siebe ich jetzt das Mehl mit dem Backpulver noch darüber, dass es noch luftiger bleibt. Dann hebe ich das einfach so wie beim Biskuit unter. Am besten so in 2 Portionen. Ihr wisst ja, nicht überrühren. Dabei jetzt auch nicht lange stehen lassen, unsere Masse. Wie beim Biskuit ist sie etwas empfindlich und sollte sofort weiterverarbeitet werden. Die 2. Portion unterheben. Ihr könnt das mit dem Spatel machen oder aber auch mit dem Schneebesen, wie euch das lieber ist. Ich arbeite immer mit dem Spatel bei solchen Sachen. Und sobald der Teig nun so aussieht und die Mehlnester gut verrührt sind, die sich vielleicht noch ergeben haben, geben wir noch die zerlassene Butter hinzu. Und zwar 150 Gramm zerlassene Butter. Ich mache das auch in 2 Portionen. Ein bisschen kann man diese Masse vergleichen mit einer Wiener Masse, bei der dann am Schluss auch die Butter noch untergezogen wird unter die Biskuitmasse. Deswegen sollte man ihn nicht ewig stehen lassen, sondern er sollte jetzt dann auch sofort gebacken werden. Und wichtig ist auch, den Ofen nicht öffnen. Während der ersten 30 Minuten Backzeit. Los geht's, wir füllen die Form so bis etwa 1 Zentimeter unter den Rand. Und ich habe mich gerade entschieden, doch per Umluft zu backen, dass wirklich beide gleichzeitig dann auch in den Ofen kommen. Etwas glatt rütteln, ganz wichtig. Jetzt kommt noch die 2. Form. Die ist nicht ganz so gut wie die erste. Die erste hat einen Ring noch zum Anfassen. So, auch die noch so ein bisschen glatt rütteln oder glatt streichen. Jetzt dürfen unsere Margaretenkuchen jeweils 30 Minuten, ungefähr 25 bis 30 Minuten backen bei 170 Grad Ober-Unterhitze oder 150 bis 160 Grad Umluft. Es hängt so ein bisschen von eurem Ofen ab. Eher niedriger backen, als dass sie zu dunkel werden. Und bei der großen Form, bei der 26er Margaretenkuchenform,
benötigt ihr etwa 50 bis 60 Minuten Backzeit. Los geht's! So. Und den zweiten oben drüber. Wunderbar. Mein erster Margaretenkuchen ist fertig. Der zweite backt noch etwas nach. Ich habe schon die Stäbchenprobe gemacht. In die Mitte stechen. Und wenn das Stäbchen sauber wieder herauskommt, ist der Kuchen durchgebacken. Und wir lassen ihn jetzt einfach 10 Minuten in der Form abkühlen. 10 Minuten bis eine halbe Stunde. Dann kann er vorsichtig gestürzt werden. Und dann werden wir ihn schon gleich aprikottieren. Den ersten habe ich schon gestürzt. Mal schauen, ich hoffe, er geht gut ab. Oh ja, wunderbar. Wunderschön, richtig toll geworden. Gerade beiseite stellen und auf den anderen noch warten und dann können wir aprikottieren. So, der andere Kuchen ist jetzt auch fertig. Und da bleibt nichts hängen. Anfangs blieb immer noch hier oben auch an der Haut etwas hängen. Und ihr seht es auch, wenn sich hier die Form vom Rand löst, dass der Kuchen durchgebacken ist. Ich bin jetzt auch vorsichtig, wenn ich ihn vom Blech runterhebe, da ich nicht möchte, dass der Kuchen zerbricht. Deswegen nehme ich dafür einen Tortenretter und den Kuchen vorsichtig auf das Gitter geben. Auf diese Weise könnt ihr sicher sein, dass ihr euch da auch nichts bricht. Der ist nämlich noch recht empfindlich nach dem Backen und sollte ja vorsichtig behandelt werden. So. Ich habe jetzt ein halbes Glas Aprikosen-Konfitüre ohne Stücke, mir gerade in der Mikrowelle einmal kurz aufgekocht. Das könnt ihr auch auf dem Herd machen. Sie sollte schön dünn sein und flüssig. Und sie darf jetzt noch heiß auf den Kuchen aufgetragen werden. Ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Dann hält er länger und schmeckt auch noch wesentlich besser. Also diesen Schritt auf keinen Fall weglassen. Es sorgt für einen wunderschönen Glanz und gehört einfach zum Margaretenkuchen dazu. Die Aprikotur sollte nur dünn aufgestrichen werden, also nicht zu dick. Und sollte die Konfitüre euch zu dick sein, dann könnt ihr gerade noch ein Löffelchen Aroma hinzugeben oder Wasser. Kann auch ein Likör sein, je nach Geschmack. Wunderschön sieht's aus. Schauen, dass wirklich alles gut abgestrichen ist. Und möglichst immer in die gleiche Richtung streichen, weil man den Pinselstrich eventuell sonst durchsieht. So, natürlich auch noch den Rand einstreichen. Deswegen habe ich mir hier noch einen Teller drunter gestellt. Die Aprikotur sorgt dafür, dass der Kuchen schön lange hält, dass er schön saftig bleibt und gibt auch nochmal extra feinen Geschmack. Wunderschön sieht unser erster Margaretenkuchen aus. Jetzt lassen wir ihn am besten über Nacht trocknen oder auch ein paar Stunden, das geht auch. Und dann wird er final dekoriert. Bitte lasst die Dekoration nicht weg. Es gibt auch manche Rezepte, die sagen, ja, man kann ihn auch so essen. Nein, das gehört so nicht. In Köln wird natürlich noch dekoriert und zwar hier oben auf mit Flüssigfondant, die Blütenblätter und in der Mitte kommt noch eine Marzipankorbblüte und so ist der Kuchen dann fertig und darf verkostet werden. Jetzt zeige ich auch noch mal das Lösen der zweiten Form. Das ist eine hochkarätige Form von Silikomat aus Italien. Mal gucken, ob da ein Unterschied ist. Ich habe es jetzt genauso gestürzt wie vorhin und es lässt sich sehr, sehr leicht einfach abheben. Wunderschön geworden und bin sehr zufrieden mit beiden Formen. Den Kuchen werde ich mir jetzt auch noch aprikottieren und dann sehen wir uns wieder zur finalen Dekoration. Die Aprikotur ist schön angetrocknet und jetzt können wir uns an die Dekoration machen. Das gerade beiseite stellen. Und hier in der Schüssel habe ich schon mein Pulver für einen Flüssigfondant. Das geht ganz einfach. Man gibt die Menge Pulver, die man benötigen wird, in eine Schüssel. Und dazu kommt etwas Wasser. 20 bis 40 Milliliter. Wir haben hier eine 400 Gramm Packung. Ich habe jetzt hier 200 Gramm Flüssigfondantpulver. Und dazu gebe ich erstmal 20 Milliliter Wasser. Und verrühre das. Wer keinen Flüssigfondant anrühren möchte, der kann auch einfach Puderzucker nehmen und den anrühren mit Zitronensaft.
Jetzt werde ich das über dem Wasserbad Grad auf 40 Grad erhitzen. Zweckmäßigerweise nehmt ihr natürlich zu Hause eine Metallschüssel, dann geht es schneller. Und bei einer Puderzuckerglasur müsst ihr natürlich auch schauen, dass es nicht zu flüssig wird und nicht zu fest. Ich glaube fast, ich gebe noch etwas Pulver dazu, das ist ein bisschen zu flüssig. Dann läuft euch nämlich der Fondant runter. Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei dieser Torte. Wenn euch das zu kompliziert ist, könnt ihr einfach Blütenblätter aus festem Fondant ausstechen. Mein Fondant ist warm und ist jetzt in einem Spritzbeutel mit einer 7 mm Tülle. Und ich denke, das müsste hinhauen. Könnt ruhig in der Mitte auslaufen lassen. Wir fangen hier unten an. Und hier jetzt Druck geben und hier Druck nachlassen wieder. Und hier enden und hochziehen. Druck geben. Rundung spritzen. Nachlassen im Druck. Hochnehmen. Jetzt habe ich ein bisschen wenig übrig, aber es wird gehen. Jetzt haben wir schon mal unsere wunderbaren Blütenblätter gespritzt. Ich habe nur noch ein ganz bisschen übrig. Jetzt brauchen wir unser Marzipan und den müssen wir anwirken mit etwas Puderzucker und dann färben in Gelb und dann kommt er hier oben noch drauf. Schön sieben. Auf meiner Arbeitsfläche habe ich jetzt so etwa 50 Gramm Puderzucker und hinzu kommt erstmal 100 Gramm Marzipan und den zerpflücken wir uns hier auf den Puderzucker und wirken den an. Das dient dazu, dass der Marzipan sich besser ausrollen lässt und grundsätzlich besser verarbeiten lässt. Marzipanrohmasse wird immer angewirkt mit etwa der Hälfte nochmal an Puderzucker. Und sobald der Marzipan so schön angewirkt ist, den Puderzucker gerade beiseite und jetzt können wir uns den Marzipan färben und zwar in einem schönen pastellfarbenen Gelb. Ich verwende hier einfach eine Farbpaste und der Trick ist jetzt der, man nimmt sich ein Stückchen ab, dann kann man auch den Farbton nachher nochmal korrigieren. Etwas Gelb, so etwa eine erbsengroße Menge hineingeben. Kommt auf die Farbe an natürlich. Also erstmal lieber weniger nehmen und gucken, wie macht sich die Farbe. Die Farbe zieht immer noch etwas an, also eher sparsamer damit umgehen. Und ich denke, bei dieser Farbe, die ich jetzt hier verwende, reicht auch eine halbe Erbsengröße aus. Ich habe auch noch Ersatzmarzipan, das heißt, das knete ich jetzt noch mit ein, dann wird es noch etwas heller. Und ihr seht, wir haben einen schönen Margaritenton erreicht. Schön pastellfarben, nicht zu knallig, man sieht es hier an der Farbe. So wäre es knallig, so ist es pastell. Also perfekt, jetzt können wir uns das Marzipan für die Mitte ausrollen. Auf etwa 3 mm. Ihr könnt da Rollhölzer verwenden oder aber einfach per Hand und per Augenmaß. Ich nehme mal meine Hölzer raus, dann geht es einfacher. So, wunderbar. Schauen, dass nichts anklebt. Jetzt können wir das Marzipan prägen. Das kann man entweder mit einem Backlineal machen oder mit einer Prägerolle. Und ich habe jetzt hier so eine schöne Margaritenprägerolle. Deswegen spare ich mir dann das mit dem Backlineal. Also wenn ihr ein klassisches Muster machen wollt, das können wir ja für die eine Torte machen. So, wir teilen uns das mal kurz auf. Das eine Marzipan werde ich mit der Prägerolle überrollen. Wunderschön. Jetzt können wir das ausstechen. Mit einem passenden Ausstecher muss natürlich die Größe der Mitte haben. Das ist ganz wichtig. Ich gehe mal hier auf eine Blüte in der Mitte. So. Und wir haben eine wunderschöne Blüte für die Mitte der einen Torte. Aber ich zeige euch trotzdem nochmal die ganz klassische Art und Weise. Dazu nimmt man sich ein Backlineal, macht einfach ein Muster, indem man das so leicht eindruckt. Dazu kann man auch ein Marzipanmesser natürlich verwenden, nicht zu tief eindrücken natürlich. Und jetzt natürlich die andere Seite. Hm.
wenn es euch nicht fein genug ist, einfach nochmal die doppelte Anzahl an Einkerbungen machen. Ich finde es immer schöner, wenn es fein aussieht, das heißt kleine Karos. Und natürlich auch nochmal so lang. Und jetzt können wir hier ausstechen. Ein wunderschönes Muster ist entstanden und wer möchte, kann jetzt noch die Punkte jeweils, an denen sich die Linien kreuzen, gerade noch einstechen. Dann sieht es noch hübscher aus. Schön, unsere Korbblüten sind fertig. Jetzt können wir unsere Kuchen final dekorieren. Unser Marzipan kann jetzt noch auf die Mitte gelegt werden. Gerade etwas andrücken und fertig ist unsere wunderschöne Margaretentorte. Jetzt werden wir sie gemeinsam probieren. Und da kommt unser wunderschöner Saft. Marzipankuchen, Margaretenkuchen. Oh mein Gott, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wunderschön. So, wunderbar. Ich freue mich jetzt aufs Probieren. Zwei Margaretenkuchen habe ich fertig gebracht und ihr könnt ebenso gut auch einen großen einzelnen machen. Das geht genauso mit dem Rezept. Wir werden ihn probieren. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Ich liebe diesen Kuchen. Schmeckt fantastisch nach Frucht. Schmeckt fantastisch nach Marzipan, schmeckt einfach fantastisch fluffig, saftig nach Marzipan, sehr, sehr süß natürlich auch, aber fantastisch zum Kaffee oder noch besser vielleicht zum Tee. Also es ist ein großartiger Geburtstagskuchen, ein wunderbarer Kuchen für alle Leute, die Marzipan lieben, so wie ich. Probiert ihn einmal aus. Das war der wunderbare Margaretenkuchen aus meiner Heimatstadt Köln. Ich hoffe, ihr findet das Rezept genauso lecker wie ich und probiert es einmal aus. Dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unter dem Titel in der Videobeschreibung. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, das Rezept findet ihr wie immer auf dem Blog, habe ich ja schon gesagt. Den verlinke ich euch gerne nochmal hier oben. Und auch den findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin viel Spaß beim Backen. Tschüss!